Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir wissen nun endlich, wie wir an diese Bäume hier rankommen, und zwar einfach gegen dashen. Dann können wir uns hier verkleinern und an neu gelegene Orte rankommen, wie zum Beispiel hier oben beim in der Nähe von der Heimschloss auf jeden Fall. Hier gibt es ein Loch, wo wir nun runterfallen können. Und der Minish, der uns etwas Nützliches sagen möchte. Hallo, du hast den Fels für mich beseitigt geschoben. Endlich kann ich wieder nach draußen. Aber du willst auch wirklich nur noch tauschen, oder? Ja, dafür bin ich hergekommen, Kumpel. Nein. Ja. Wunderbar. Aha, in den Ruinen unten, da waren wir schon mal. Eine Kiste. Und da ist ein Loch für einen kleinen Minischling. Vielleicht können wir da jetzt sogar lang. Möglich, möglich. Könnte alles möglich sein. Ja, ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur wieder zurück. Aber ich glaube, der gibt im Endeffekt nur wieder ein Fragment. Aber vielleicht ist es ein seltenes, krasses Fragment, womit man weiterkommt oder so ein Blödsinn. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob wir noch irgendwo andere Bäume hatten. Vielleicht haben wir hier oben noch einen gehabt, das könnte sein. Aua. Ding, 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 nehme ich mit. Vielleicht hier links, rechts. Du? Nein? Du? Nein? Gibt's wirklich keinen Baum mehr? Ich dachte schon, dass wir hier noch irgendwo was hatten. Was ist das hier eigentlich? Tor zur Quelle. Dafür brauchen wir irgendwas Goldenes. Okay, die goldenen hatten wir schon mal für die Ruinen gebraucht, aber jetzt habe ich gerade keine. Kann ich gerade nicht helfen. Was war auf der linken Seite? Auf der linken Seite war da bestimmt noch irgendwas, oder? Hier? Ne, Wasser und ansonsten nichts. Oder können wir jetzt hier weiter? Ne, dafür brauchen wir noch ein paar mehr. Na gut, dann schauen wir mal. Fliegen wir hier unten hin zu diesem Windmal in den Ruinen oder halt in der Nähe der Ruinen besser zu. Um das besser zu erklären. Jum. Genau. Dann gehen wir den Weg einfach schnell zu Fuß hindurch. So lange sollte er nicht dauern. Du bist der Einzige, der mir den Weg stellt. Aua! Probleme? Ich will doch einfach ignorieren, Mann. Und du tust mir weh. Was soll denn das? Sag mal, bevor ich überhaupt gegen dich kämpfe. Dass ich überhaupt Interesse habe, gegen dich zu kämpfen, ja? So, die können wir ignorieren. Und die Kiste mitnehmen. 200 Muscheln. Boah. Wenn es alles ist. Aber könnten wir nicht irgendwie hier lang gehen als kleinen Minischling? Weil schaut mal, das ganze Gras. Ja, wächst sofort nach. Ich weiß nicht, können wir vielleicht irgendwo kleiner werden? Hier sind überall. Überall für einen kleinen Minischling Sachen zum Klettern. Vielleicht muss man von ganz oben runterklettern. Das könnte ich mir vorstellen. Warte, ich folge einfach den Dingern. Dann muss das hier in diesem Bildschirm sein. Tatsache. Hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Habe ich nur übersehen. Man kann hier runterklettern. Aha. Wir rennen einfach nur drunter. Wer braucht schon klettern? Ich einfach rüber rennen. So, und dann hier gibt es eine Höhle. Okay. Ich dachte, die fallen nicht runter. Ist nichts passiert nach einer Zeit. Da muss man nur warten. Die blöden Janmas. Ich hasse diese Gegner. So nervig. Bam. Verschwinde oder gib mir zumindest ein Herz. Also da oben ist ein Herzteil. Wir haben zwar in der letzten Folge einen neuen Herzcontainer gesammelt durch die Herzteile, aber vielleicht können wir direkt mal mit dem nächsten anfangen. Ja, machen wir auch. Yeah, haben wir irgendwie 19 oder so von den Herzen? Ich frage mich, wie viel es insgesamt am Ende gibt. 20 Herzen oder so? Das ist ja krass. Nicht wenig auf jeden Fall. Nicht wenig. Würde es mir irgendwas bringen, hier noch nach unten zu gehen? Es sind zwei Wege noch. Ja, beide führen nach unten, aber was gibt's denn hier unten für mich? Eigentlich gar nichts. Nee. Vielleicht ist das ja für später noch gedacht, dass wir später nochmal hier als kleinen Minischling runtergehen. Wenn wir wieder getauscht haben, Fragmente. Passiert vielleicht nochmal was.
Jetzt, wie es gerade aussieht, leider noch nichts. Und, ja, dann wird sich halt weiter umgeschaut. Vielleicht will ich ja noch einen Baum oder was zum Graben. Ah ja, hier links von links Baum. Was laber ich? Nein. Hier, wo links Haus ist. Noch ganz links gehen. Gibt es hier noch einen Baum, den wir kaputt schreddern können. Und zwei Sachen machen können. Zum einen können wir hier in das Haus. Hallo. Im Wald wohnt eine alte Dame, sie schwört auf Pilze. Sie braucht dort frische Elixier. Das wissen wir schon. Egal, dann tauschen wir zumindest. Ja, warum nicht? Das ist das Falsche. Hier, das Pizza-Ding. Komm, irgendwo, wo ich hin kann. Please, irgendwo, wo ich hin kann. Gerade, wo er die Hexe erwähnt hat. Gibt es ein neues Sortiment bei der Hexe? Mein ausgemachtes rotes Elixier ist gleich fertig. Ach so. Ja, das ist nicht so wichtig, tatsächlich. Das ist tatsächlich nicht so wichtig für uns. Juhu! Nee, leider kein Juhu. Sondern das zweite wäre, das wollte ich gar nicht, dass wir theoretisch, das mache ich jetzt nicht, weil es bringt nichts, wir könnten theoretisch mit kleinem Minischling hier oben ins Wasser rein. Aber wir können auch nicht schwimmen. Oder generell irgendwas machen dort im Wasser. Also lasse ich es erstmal. Ich glaube nicht, dass uns das hilft. Das tut mir nur weh. Und ansonsten gehen mir leider langsam die Optionen aus, was mir ein bisschen Bedenken gibt. Dass es nicht doch irgendwas, aua, irgendwas zu tun gibt. Kann doch nicht sein. Irgendwas muss es doch noch geben. Ich gucke nochmal in jede einzelne Höhle um. Oh, Hände des Sailor Moon Feen. Dankeschön. Aber die Statuen sahen komisch aus. Ja, das. Seht ihr das? Das sind so Höhlen. Und die sind im tiefen Wasser. Bestimmt können wir irgendwann Seepferdchen erlernen. Bestimmt. Aua. Ja, weil sonst können wir im Moment nichts machen irgendwie. Am Anfang des Berges gibt es nichts. Aber daneben können wir hier ein bisschen buddeln und bauen, du. So, was gibt es hier denn so schönes, feines, kuscheliges zu finden? Fragment. Also nichts Besonderes. Warte, bevor ich jetzt die Treppe hochgehe. Weiter hochgehe, gehe ich erstmal zu dem Wurmele. Der kleine Wurmele, der hat nämlich noch was zu verbergen. Ich möchte gerne wissen, was. Ein Fragment. Ja, wie gesagt, ich habe zu viele von denen. Die muss ich mal irgendwie loswerden, Mann. Ich brauche mehr Leute zum Traden. Hey, du kommst mir gerade recht, Tingle. Ja, hallo, Herr Fee. Tingle hat mich gebeten, auf dich zu warten. Er hat mir auch gesagt, dass du tauschen möchtest. Wie Swingle. Der nächste von denen, der Swingle. Ja, der letzte Baum. Der letzte der vier Bäume. Vielleicht hilft uns das sogar weiter. Wer weiß. Warte mal, kann das sein, dass jeder einzelne Tingle uns da oben diese Bäume freigemacht hat? Kann das sein? Mein Bruder Tingle wird sich freuen. Ist das so? Soll ich mal vielleicht nochmal zurück zu ihm gehen? Mal Muscheln. Und zum anderen, hier ist noch ein Haus. Ich möchte gerne wissen, wen wir hier im Haus antreffen. Vielleicht jemand, der tauschen will? Ja. Dieses Gewässer war doch komisch, oder? Was meinst du? Keine Ahnung, was er meint. Na egal, ich benutze hier zum Tauschen. Was? Wo ist das denn? Waren wir doch schon mal? Okay, da geht das Wasser flöten. Wo ist denn das? Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ah doch. Was sagt hier unten? Doch, da kann ich direkt hin. Yay. Ja, dann rennen wir da. Flickst schnell mal hin. Warte mal. Verdammt, ich kann hier da nicht runter. Wäre wahrscheinlich eine Abkürzung gewesen. Aber Spiel, du, ich habe noch kein Seepferdchen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das machen kann. Ich hab's leider immer noch nicht. Schade. Vielleicht kriegen wir das ja so bald wie möglich. Das würde ich mir zumindest wünschen. Jetzt passt auf, ich könnte schon die ganze Zeit bekommen und check es nur nicht. Ah, das wäre traurig, wenn das die Wahrheit wäre. So. Das war hier links. Nehme ich mit. Sind kostenlos. Jetzt muss man für die bezahlen. Bam. Und noch eins. Warum auch nicht? Wo war das jetzt? Hier war das. Einer von euch ist nicht echt.
muss nur herausfinden, wer. Wer ist es, hä? Oh, die waren alle echt. Cool, danke. Cool, nice. War alle echt. Schön. Jetzt holen wir uns noch schnell hier bei Hyrule. Ja, den letzten Baum, was soll ich sagen. Und dann die Bonus-Chest, die wir dafür bekommen, dass wir allen Tingle-Brüdern und den Davis Jr., oder wie der hieß, dass wir den allen hier geholfen haben. Wir wollten ja nur mit mir tauschen. Das wollte ich nicht. Trotzdem keine fröhliche Melodie, dass wir geschafft haben. Ding! Aus dem Nichts! Nee, wahrscheinlich hat die mit Tingle so runtergeschmissen. Danke fürs Helfen! Hier, die riesige Kiste, zum Dank! Oh, warte mal! Sag mir jetzt nicht mit der Kiste. Kommen wir weiter? Nein! Vielleicht, aber wir haben einen magischen Bumerang bekommen! Der wurde uns ja auch schon mal gesagt, dass es den gibt. Drücke Knopf, um gleichzeitig die Richtung und die Fluchtrichtung zu ändern. Einfach den alten Bumerang, den wir extra gekauft haben, weggeschmissen. Eigentlich war der unnötig, den zu holen. Aber hier kriegen wir einen magischen Bumerang geschenkt, mit dem wir, wenn wir gedrückt halten. Oder wie ist das? Na, ich kann so ein bisschen die Richtung wechseln. Aber auch nicht viel. Nur so ein bisschen. Bisschen, wo er hinfliegen soll. Verwirrt Gegner und... Ja. Das ist ziemlich cool, ein paar Upgrades zu bekommen, aber... Leider bin ich jetzt weiterhin stuck. Da muss ich mich wohl weiter umschauen. Was soll's. Hey, er möchte wieder was Neues traden. Na, das lief ja wie am Schnürchen. Das war genial. Niemand aus mir hätte das in so kurzer Zeit geschafft. Haha. Oh, fein, klar, gerne. So, vielleicht hilft das Nevada. Ansonsten habe ich noch eine andere Idee. Hm? Das ist im Wald? Nee. Was? Da komme ich noch gar nicht hin zu der Grundschule da oben. Oder? Ich glaube nicht. Sonst wird keiner mehr von euch tauschen. Nee. Okay, was wir machen könnten, wäre, uns hier noch klein zu machen. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas bewirken. Ich will schon die ganze Zeit hier in das Haus rein. Und dann mit dem Typen reden, ihm helfen. Aber er lässt sich nicht helfen. Und ich kann das ja auch nicht verschieben als kleiner Mündeschling. Kannst du einen geheimen Spruchschatz führen? Ja, der gibt einen den Weg, wie man noch weiterkommen kann als kleiner Mündeschling. Aber dafür muss ich erstmal das hier verschieben können. Und dafür muss ich mich erstmal reinlassen. Damit er mich reinlässt, habe ich keine Ahnung, was ich tun muss. Leider. Ja, das ist halt ziemlich doof. Deshalb bin ich gerade ziemlich stuck in dem Game. Und auch wenn das hier oben was ist, ich kann es ja ganz kurz zeigen. Das hilft mir überhaupt nicht. Hier ist auch noch ein kleiner Minisch. Einfach nur labert. Vielleicht wollte er mal tauschen oder so, ich weiß es nicht. Ja, mehr gibt's hier nicht. Muss ich weiter schauen. Haben wir nie mit dieser Dame getradet? Gerne, mein Kind, Misha. Scheinbar nicht, aber ich merke auch gerade, ich habe auch nichts für sie. Oh, das ist natürlich doof. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihr Ding herbekomme. Aber sonst habe ich mit jedem hier getradet, ne? Gibt sonst irgendwas für mich noch zu tun? Ich weiß es halt nicht. Mit dem Hund hier können wir als kleinen Mindestling noch reden und tauschen. Wenn du klein bist, musst du Acht geben. Nicht alle sind so nett wie ich. Manche greifen auch mal ganz plötzlich an. Uff. Au, au. So, das heißt, es gibt auch böse Hunde in dem Spiel? Oh nein. Der Woff. Woff. Oh Mann. Du, du, du. Waren wir das schon mal? Doch, doch, ich weiß, wo das ist. Da waren wir schon mal. Nur hier war vorher nichts. Jetzt können wir da in eine Höhle reingehen und irgendwas erkunden. Ja, in der Nähe von links Haus. Yay. Aber wisst ihr, was mich die ganze Zeit zum Nachdenken bringt, was mich die ganze Zeit stört? Hier. Hier gibt es bestimmt irgendwas noch zu erkunden. Warum sollte man hier hoch können? Irgendeinen Nutzen muss das doch haben, hier hoch zu können. Oh. Okay, man kann scheinbar in den Blumen rein. Yay. Habe ich nicht nachgeguckt oder so. Alright.
Alright, alright. Hier in der Bäckerei gibt es auch nochmal einen Hintereingang. Die Blumen zeigen das einem. Jetzt habe ich es auch mal gesehen. Oh, doch, ich kann hier hoch. Aua, aua, das tut weh. Mach mal deine Maschine da aus, Mann. Hoppa. Hä? Guten Tag, wo bin ich denn hier? Hey, das Brot von Krümel ist das Beste als Hyrule. Ja, findest du? Das ist so gut. Ja, da sind auf jeden Fall ganz viel Krümel und Essen und alles. Schimmelt doch langsam. Manchmal die Spitzen. Deutsch. Manchmal die Spitzen wie Brotreste. Das ist aber nicht so schön. Warum sind denn Nägel? Ich komme da nicht rüber. Ey, das ist ein Pinker. Wir haben noch nie den Pinken gesehen. Das ist vielleicht besonders. Ich weiß es nicht. Aber ich würde gerne mal mit ihm sprechen. Vielleicht von hier aus? Oh, maybe. Wo bin ich denn jetzt? Das riecht aber gut. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Warte, ich gucke mir erstmal das Geschenk. 100 Rubine. Boah, wir haben so viel jetzt. Hallo, lieben Brot. Mehr habt ihr nicht zu sagen. Dann verschwinde ich. Mehr gibt's hier nicht. Ich kann nicht mit euch reden oder tauschen oder machen oder sonst was. Nein. Sonst gibt es nichts. Oh no. Sonst haben die hier gar nichts. Nochmal? Nee, hier ist nichts mehr. Okay, dann mache ich mich wieder groß und schaue mich weiter um. Oh! Man kann hier in den Schornstein rein. Lol. Das habe ich einfach jetzt gerade nur random herausgefunden. Ja, aber bringen tut's mir nichts. Ich muss irgendwie den anderen ausschalten können, oder? Wegpusten? Ich kann keine Items einsetzen. Warte mal, ich habe eine Idee. Kann ich das nicht, wenn ich groß bin, wegpusten? Hier, auspusten. Nein? Geht das nicht? Wirklich nicht? Kann ich da auch nicht irgendwie gegenrampeln, da geht's aus? Nee, gar nichts. Krümel benimmt sich merkwürdig, aber unsere Liebe schützt das nicht. Seltsam. Holen wir uns hier unten, aua, unsere Belohnung in der Höhle ab. Seid ihr alle echt? Seid ihr alle echt? Ist alles echtes Geld? Sache. Oh, wisst ihr, was das heißt? Das bedeutet, dass wir jetzt genug Geld haben für ein paar Nächte in Hyrule. Da gab es ja noch zwei Nächte, die wir machen können für 200 und für 400 Rubine. Ich weiß, der ist ja teuer, aber wir kriegen ja auch immer einen Schatz dafür. Beim ersten Mal haben wir ein Fragment bekommen. Ich wette, die nächsten Male kriegen wir noch was anderes. Wo war denn das? War sie hier? Das war da unten, oder? Ach, das war wahrscheinlich hier unten. Ja, bei ihr. Guten Tag, eine Nacht zum Ausruhen. Kriegst du was geschenkt? Dann für 200 ist mal. Das Standardzimmer für 200. Du zahlst im Voraus. Dankeschön, schlaf gut. Ich schlafe und träume darüber, wo die ganzen nächsten Secrets sein könnten. Okay, komm. Hey. Isidro. Den hat's zusammengeschlagen. Komm. Wir müssen weiter. Ja, nur ein Flugzeugment? Was? Will ich überhaupt das Teuerste jetzt kaufen? Ehrlich gesagt nicht. Wenn man nur Glücksfragmente bekommt, dann will ich das irgendwie nicht nochmal machen. Um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, das wird sich am Ende nicht lohnen. Wird sich nicht belohnen. Ich könnte noch beim Bäcker Fragmente bekommen, habe jetzt aber auch keine Lust. Können wir hier noch was machen? Bei dir? Willst du tauschen? Willst du reden? Mein Ferienhaus am Heiliasee bin ich sehr stolz. Ein sehr, sehr hübsches, gemütliches Häuschen. Dort bastel ich Masken. Okay, da waren wir schon mal, Kumpel. Wir können uns hier nochmal verwandeln. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Ich habe das auf jeden Fall noch nicht gemacht. Hilft das irgendwie? Ich muss die Masken erstmal aus dem Weg schaffen. Wie mache ich das denn? Kann ich die irgendwie abschießen oder so? Muss ich da... Ah, ich könnte vielleicht gegen rampeln, oder? Und dann fallen die so um. Kann das sein? Ja, Tatsache. Oh, den nehme ich mit. Das kannst du gar nicht wieder gebrauchen. Ja, eine Nacht mache ich irgendwann nochmal, wenn ich ganz viel Geld habe. Und ansonsten weiß ich nicht, ob ich das ganze Geld noch benutzen soll. Aber man kriegt genug Geld im Spiel zum Glück. In diesem
diesem Haus war ein wichtiger Mensch, der Bürgermeister. Hager heißt er. Der Bürgermeister sammelt meistens nur schnell auch selbst welche her. Ist das euer Ernst? Mehr habt ihr mich zu sagen? Irgendwas? Wurde sonst nichts? Wozu bin ich hier hochgegangen? Hier gibt's ja gar nichts. Rein gar nichts. Was wollen die von mir? Hä? Wozu? Wozu habe ich das jetzt gemacht? Ich verstehe es nicht. Es gibt da keinen Grund gerade für. Man irgendwas tun will er jetzt auch nicht, ne? Nee. Da redet er nur über sein Ferienhaus, wo wir schon mal waren, wo wir aber noch nicht so viel machen konnten. Verdammt, Mann! Verdammt! Da komme ich auch nicht hin. So ein Kätzchen. Muss ich kleiner werden für, warte mal. Kleiner werden für. Ah, da muss ich aber von der Höhle kommen. Ja, keine Ahnung, wie ich die da befreie, wie ich denen helfe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh. Der Laden hat noch nicht offen, ne? Das sind sehr, sehr viele Schätze. Aber in den Laden können wir auch noch nicht rein. Eigentlich gibt es gerade rein gar nichts mehr für mich zu tun. Ich wüsste auf jeden Fall nicht was. Keine Ahnung. Dann muss ich mich nochmal schlau machen und beim nächsten Mal geht's weiter. For real. Ich verspreche es.